Okay, also wohin müssen wir? Wo ist der Dampfwagen? Dampfwagen! Also wieder zum Start zurück. Aber es ist jetzt niemand, der da kommen hätte sein können, tun. Los, werfen wir noch Möbel um. Wieso darf man wieder so viel Glück? Sollen wir innen durchgehen? Gehen wir außen durch. Du kannst auch schon den Rückweg antreten. Immer schön in Deckung bleiben, man weiß nie, wer auf einen wartet. Schade, dass wir BW9 nicht behalten dürfen. Macht mich fast traurig. Die Erklärung zu BW9 ist so cool. Für einmal abdrücken, denn das reicht. Du gehst dahin. Die Stelle deswegen weiter weg, weil die sonst im Weg stehen könnten. Ist zwar unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich. Dann haben wir das eigentlich auch schon wieder geschafft. Und weiter. Du brauchst nicht, aber du. Überspringen. So, geschafft. Salomon, Delia und die Börsen zogen in den Kampf gegen die Wahnsinnsepidemie, die das Land überwältigte. Habe ich, glaube ich, schon mal gelesen und der hat mich schon einmal so schief angeguckt. Wir haben Geld erhalten, wir haben Karten erhalten, wir haben Gegenstände erhalten. Heiliges Amulett, Ginseng, alles cool. Salomon sprang in seinen Dampfwagen. Dörners Männer waren ihm auf den Fersen. Es waren dieselben Irren wie bei der Ankunft im Labor. Ihre Wildheit erschreckte ihn. Sie hielten sich eindeutig für Männer des Gesetzes. Okay, bis auf das Zerfleischen waren sie es vielleicht sogar. Dank ihrer Furchtlosigkeit, dem Umstand, dass Dörner ihr Anführer war und ihrem massenhaften Auftreten, hatten sie die Region rasch unter ihre Kontrolle gebracht. Was nicht der Hilfs-Sheriff? Und haben sie von. Ja, okay. Er hoffte, in den Dokumenten aus dem Irrenhaus etwas über den Wahnsinn und seine Ursache zu erfahren. Entwurf, juhu, Aufzeichnungen. Geh ins Labor, um die Daten zu analysieren. Analyse. Außerdem können wir wieder Waffen erforschen. Salomon blieb in Tremorcliffs alten Labor, er fühlte sich dann inzwischen wie zu Hause. Sachen analysieren. Die Unterlagen zeigten ein klares Muster. Wenn Patienten ins Irrenhaus kamen, ging es ihnen üblicherweise bald besser und sie gingen wieder heim. Dort verschlimmerte sich jedoch ihre Symptome und sie kehrten kranker als zuvor zurück. Drummercliff schien es genauso gegangen zu sein.
Die Sache war höchst ungewöhnlich. Vater Gilmer war entschlossen, herauszufinden, ob noch andere Teile des Landes von der Seuche betroffen waren. Zur Eisenbahnstation, um mehr über die Wahnsinnsepidemie zu erfahren. Sumpf Ranch, Eisenbahnstation, Hütte des Seers. Wieder ein See, ja. Und dahin hat uns noch gar nicht getragen. Wir erfinden wieder eine Waffe. Obwohl, was kann man bei Mechanik? Er hofft, dass seine nächste Entdeckung würde ihm ein Patent für die Betäubungsbombe sichern. Betäubungsbombe reduziert Treffsicherheit und das Tempo eines einzelnen Gegners. Okay. Die zweite Waffe ist zwar brauchbar, aber es kommt immer so vor, dass der zweite Punkt einfach nur so eine Überbrückung ist. Wir können jetzt noch einen Entwurf kaufen. Ich glaube, der kostet 80. Verfallenes Anwesen. Gehen wir zum bewohnten Haus. Da waren wir noch gar nicht. Solomon traf an dem baufälligen Hütte ein, in der Familie Turner hauste. Ein sonderbarer Haufen, der über alles lachte, egal wie ernst es auch war. Sie baten ihn, zum Abendessen zu bleiben. Okay, wir essen was. Gehört nicht mehr den. Was? Ja, der Pinkertons nahm ihr Angebot an, doch bald schon wurde ihm übel. Er wurde von grauenhaften Wachträumen gepeinigt und starb kurz darauf. Sie haben ihn vergiftet, die Schweine. Jetzt haben wir einen weniger. Sie bettelten um ihr Leben und gaben ihm einen von Turnercliffs unterzeichneten Entwürfen. Na, ich werde sie nicht töten. Bald traf ein neuer Pinkerton ein. Der Tod des Vorgängers machte einen leichter. Was? Seines Vorgängers machte einen leichten, aber spürbaren Eindruck auf Solomon. Und ich begrüße der Pinkerton. Okay, jetzt sind erst wieder gleich Felder. Mal wieder die Ausrüstung checken. Du hast die Waffe weggegeben, weil du hast sie ja ausgetauscht. Der ist verstorben. Das ist recht egal. Du bekommst den. Kurz. Auch kurz. Sechsschüssiger mit Fächern. Du kriegst den Marinerevolver. Plus 50 maximal Glück, das braucht auf jeden Fall der Scharfschütze. Warte mal, wie viel Glück kommen die anderen? 100, 100, 110. Der hat wahrscheinlich auch die Karten dafür. Dann wirst du mein neuer Scharfschütze. Man braucht das Kartenmenü nicht umändern, das passt gerade. Das und ein sechsschüssigen Revolver. Revolvergewehr. Wir bleiben beim sechsschüssigen Revolver. Ja, das ist schon okay so. Du bekommst den normalen sechsschüssigen. Nee. Du bekommst den sechsschüssigen und das Revolvergewehr. Sicherheitshalber ein Elixier der Heilung, weil wir haben es gerade. Schamanenpfeffer brauchen wir nicht. Und das gegen verkrüppelten Verletzungen, das bekommt die Hauptperson. Und weiter geht's. Wir haben Kannibalismus. Das ist passend für Leichenflederer. Dann haben wir da Serienkiller. Genau,
Ach, du brauchst nicht das Scharfschützengewehr für goldene Kugel. Das ist okay. Dann kannst du das haben. Gegneriert überall, außer im direkten Sonnenlicht. Das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten, muss ich zugeben. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Will ich normalerweise auch gern dem Hauptcharakter geben, aber der kann sowieso so schon regenerieren. Dann bekommst du auch Serienkiller dazu. Hast höchste Karte, plus 8 Sicht, das ist ganz gut. Zur Eisenbahnstation und mehr. Da ist ein Gleisterzug, Geisterstadt. Wir holen uns noch einen Entwurf und Erworfen können wir verkaufen. Mechanikteile brauchen wir nicht, können wir selber verkaufen. Wenn wir es selber machen, ist es billiger, aber wahrscheinlich genau gleich teuer, wie wenn wir es verkaufen würden. Oder teurer, als wenn wir es verkaufen würden. Ein Entwurf. Dafür bekommst du gern eine Waffe. Sonst irgendwas Interessantes? Nee. Wir bauen uns alles selber. Aufzeichnung, Entwurf brauchen wir selber. Bargeld. So, erforschen, erforschen, erforschen. Jetzt können wir bis Stufe 4 bei der Waffen. Büchsenmacherei, los. Das Einzige, um Dummheit zu lösen, nicht die Wahnsinn, sondern Dummheit, ist Blei. Meine Leistung stark, Herr Pistolentyp. Kettengewehr besaß eine große Munitionskapazität. Das ist sehr cool. Also mit Stufe 3 geht schon was weiter. Und wir können das ja auch an die Indianer verkaufen. Machen wir gleich noch Stufe 4. Das Mammutgewehr in den Faltenpräzisionsgewehr aber mit noch größerer Stoppwirkung. Aber das da Waffen, die ich richtig gern hab. Dann hätten wir zwar Scharfschützen. Falls ich das bauen würde. Egal, jetzt gehen wir zu den Indianern. Unterrichten sie. Ich bin generell für Wissen. Nein, nicht. Ach, verdammt. Mal schauen, was passiert. Salomon kam zum Schauplatz einer entsetzlichen Katastrophe. In dem verunglückten Zug saß ein einzelner Mann, der noch bei Bewusstsein war, umgeben von Leichen. Er war blutüberströmt, schien aber sonst unversehrt. Er stellte sich als James Scheffler vor und versicherte Solomon, er sei früher Arzt gewesen. Er fragte, ob Solomon oder seine Begleiter Heilung bräuchten. Ne, okay, es gibt noch einen Arzt. Sie saugten das Wissen begierig auf, in der Sorge, dass sie eines Tages bessere Waffen zu ihrem Schutz brauchen würden. Solomon freute sich über ihr Gold. Drei Mechanikteile, Geld erhalten, passt, alles cool. Was könnten wir von denen sonst noch kriegen? Nichts Gravierendes, alles egal. Altes Lager, Handelsposten. Riesige Uhr, Sumpf, Hütte des Seers. Es gibt echt viel Sachen. Geh zur Eisenbahnstation. Apotheke. Wir holen uns erst wieder noch einen Entwurf. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Entwurf. Bitte, bitte einen Entwurf. Nein. Verdammt. Schauen wir im Lager noch.
Solomon stieß auf ein verlassenes Lager. Neben einer gelöschten Feuerstelle fand er Aufzeichnungen von Drummercliff. Im Moment ergaben sie wenig Sinn, aber er dachte, er könnte vielleicht später noch nützlich sein. Ein Notizbuch war mit meiner Erfindung, mein Erfinderkonkurrenz. Ach so, meine Erfindung. Boah, ich und Deutsch um die Uhrzeit. Und enthielt beliebige, was beiliegende Texte über andere Erfinder wie Tim Russell, Christopher Wilson und Solomon Delio. Zwischen spöttischen Kommentaren über seine Fehler fand Solomon umfangreiche Ausführungen über die Sinnlosigkeit seiner bisherigen Forschungsarbeit. Beschloss, das Notizbuch zu behalten, es würde ihn zu wissenschaftlicher Perfektion antreiben, verbrannte ihn. In diesem von Irrsinn gebeutelten Land wollte er keine emotionalen Ballast, mit dem er nicht klarkam. Ihn nimm es mit. In der Tasche hatte, würde er seine vergangenen Fehler nie vergessen. Zwar wuchs sein Wahnsinn, doch es ging mit wissenschaftlicher Größe einher. Haben wir jetzt wieder was zum Erforschen? Vielleicht, wenn wir doch Aufzeichnungen kriegt. Schwach und unsicher, er konnte sich kaum konzentrieren. Er wurde von seltsamen Träumen geplagt, die ihn zu einem sonderbaren neuen Entwurf inspirierten. Ist nur von Schwindel betroffen. Okay, wir können wieder etwas erforschen. Also erforschen wir das letzte der Büchsenmacherei. Sein vierter Erfolg in der Büchsenmacherei. Der fünfte wurde ihm Patente für den was? Multitrommelrevolver und die Revolverflinte bringen. Das wusste er einfach. Erste erlaubt enorm viele Schüsse ohne Nachladen, letztere bestach durch ein großes Magazin und hatte obendrein eine kurze Nachladezeit. Das ist so. Wie heißt das? So eine Halbautomatik-Schrotflinte. Nehmen wir. Jawohl, beim Schicksalshändler freigeschaltet. Die Schrotflinte holen wir uns auch gleich. Und dann schauen wir noch, was Schwindel ist. Also ich meine jetzt Schwindel im Sinne vom Gefühl. Was? Benutzte den Enthüller, um einen Entwurf aus Drummercliffs Aufsendung herzustellen. Wir haben keinen Enthüller. Das Elefantengewehr. Entenfuß, Revolverflinte. Okay. Ah, schräge Idee. Wenn man mit 6 Patronen funktioniert, warum nicht mit Trommeln? 8x je 6 Schuss. Auch der 40-Schuss-Magazin. Boah. Und die kennen wir mittlerweile eh schon. Das ist eher nah, das ist kurz. Kegelfeuer, Fächeln. Aber leider kann man mit der sowieso nur einmal anschießen. Also, man braucht zwar Gott sicher nie nachladen mit der Waffe, aber naja. Für maximale Verwüstung, keine Querschläger. Zielen minus 10, dafür mehr Schaden. Wirkung ist unbestritten, präziser Schuss. 5 Schaden. Da bin ich jetzt gerade wirklich neugierig gewesen, was der Trommelrevolver ist. Aber so ganz überzeugt bin ich nicht davon. Lieferung bei Pony Express. Und das schießen will. Für welche Waffen würde ihr euch dann interessieren? Also ich denke, wir sind derzeit gar nicht so schlecht aufgestellt. Statt ein Revolvergewehr, weil ich kann dafür zweimal schießen, das ist natürlich nicht schlecht. Na, vielleicht in der nächsten Runde. Schauen wir mal, was Schwindel ist.
Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Minus 5 Zielen, minus 4 Sicht, minus 2 Bewegung. Okay, du bist einfach angeschlagen. Wirklich angeschlagen. Oh mein Gott, bist du angeschlagen. Ziel nur 40, Verteidigung. Also du bist eher auf kurze Distanz noch an. Ich würde ihm ja gern den Revolver, also den Trommel, die Revolverflinte würde ich ihm gern geben. Aber so wichtig ist es eigentlich auch nicht. Oder Entenfuß. Weil Entenfuß auf kurze Distanz auch sehr viel Schaden macht. Geh nochmal rein. Entenfuß ist billiger, gell? 5. Macht sogar mehr Schaden. Ja, du hast gekauft. Bestätigen. So, das rüsten wir auch aus. Und dann schauen wir uns noch irgendeine andere Karten an. Gut. Gehen wir mal zur riesigen Hure. Hure, Entschuldigung. Solomon traf GM Hobby, einen Uhrmacher, der die sogenannte Weltuhr entwickelt hatte. Sie sollte die verbleibende Zeit bis zum Weltuntergang zählen. Mir gefallen solche Optimisten. Solomon erkundigte sich genauer über die Uhr und als er sah, wie viel sie dem Uhrmacher bedeutete, hielt er es als Erfinder für seine Pflicht, ihm beim Bau zu helfen. 8-mal Mechanikteile. Wir helfen ihm, wir bestellen die Mechanikteile aber selbst. Ist nämlich billiger. Kostet zwar trotzdem wieder 40, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Wie viele Mechanikteile haben wir? 2 haben wir noch. Ach, holen wir gleich die 8. Ach ja, wir können da ja jetzt nicht. Wir brauchen da ja Bargeld. Bauen wir eine riesige Uhr. Da schauen wir uns den Handelsposten an, weil da können wir das, den kleinen Revolver verkaufen. Reicht nicht aus, um die Uhr. Ach so. Interessant. Es sind so viele Nebenquests eigentlich. Gefällt mir gut. So, was kommt da auf uns zu? Der Indianerhandelsposten war eine bescheidene Hütte aus unbearbeiteten Brettern. Miss Bradford trieb Handel mit den Indianern. Zu ihren Gütern zählten Waffen, Kleidung und Tabak. Die Qualität ihrer Ware schien hoch, doch die Preise nicht minder. Was gab's da so? Schnaps, Opium, Geisterschädel. Hasenpfote. Alter Schwede, was ist denn das für Krallen? Lepus Bede. Bede heißt Fuß. Dann wird Lepus wohl Hase heißen. Körperteil eines Hasen oder Kaninchen, der als Glücksbringer benutzt wird. Vulkanpistole. Und ein Entwurf. Es gibt hier einen Entwurf. Wie viel Geld haben wir noch? Bargeld. Den Entwurf holen wir uns. Bestätigen. So, dann schrauben wir die Mechanik hoch. Dann versuchen wir nochmal das beim Uhrmacher. Und weiter geht's dann zum Bahnhof. So, jetzt haben wir auch schon Stufe 2.
Das interessiert nicht. Versuchen wir unser Glück. Reicht nicht aus. Okay, wir wissen, was wir als nächstes lernen. Mit einem von denen könnten wir wieder... Ach, ist doch egal. Gehen wir noch kurz in die Geisterstadt, was auf dem Weg liegt. Die Bewohner dieser Stadt waren entweder aus Verrücktheit oder vor Angst geflohen. Anscheinend unerwartet und ganz plötzlich. Gebäude standen verlassen da, während langsam der Verfall Einzug hielt. Solomon fragte sich, ob sie etwas Brauchbares zurückgelassen hätten. Nach interessanter nur wenig Zeit. Wahnsinn des Ortes, nicht spurlos an ihm vorübergehen würde. Nee, nur wenig Zeit. Unter anderem das Notizbuch des Dörners Hilfs-Sheriffs Volltreffer Dean. Dean schrieb Sheriff Dörner sperre gesetzestreue Bürger wegen Verbrechen ein, die sie nicht begangen hätten. Und jede Anklage ende am Galgen. Das erklärt auch den Angehängten, den wir bei Kirchen gehabt haben. Sheriff Dörner sei inzwischen überzeugt, jeder in der Stadt sei ein Verbrecher. Nach Lektüre des Notizbuchs wusste Solomon, dieser verdorbene Ort war nicht spurlos an seiner Seele vorbeigegangen. Was passiert? Etwas Geld. Schnapsflasche, Mechanikteile. Okay. Haben wir schon bald die ganze Karten? Da hinten ist auch noch was. Telegrafenstation. Solomon fand eine verlassene Telegrafenstation und ein Eisenbahndepot. Überall lagen amtliche und private Dokumente verstreut. Solomon vermutete, dass er hier einen wahren Schatz an Informationen vor sich hatte. Manche mochten sogar Hinweise darauf enthalten, wie weit sich der Wahnsinn ausgebreitet hatte. Forschen wir nach, wir sind ja Wissenschaftler. Während Solomon alles las, was er in die Finger bekam, bewachte den Persons die Telegrafenstation. Ich finde es gerade erschreckend, dass es mir gerade egal ist, wo die herkommen. Die erste Runde Dokumente, die er sich vornahm, war wertlos, aber Solomon las weiter. Kein Hinweis sollte ihm entgehen. Er hoffte, Dörners Leute würden ihm als ein Eifer nicht vorkommen. Vertiefte sich weiter in die Nachforschungen. Dieses Unterfangen dauerte mehrere Tage und war frustrierend ohne Ende. Oft dachte Solomon daran, einfach zu gehen. In keinem der Briefe aus benachbarten Staaten wurde die Epidemie erwähnt. Solomon hatte das Gefühl, dass er etwas Wichtiges übersah. Er war erschöpft, machte aber weiter und las bis tief in die Nacht. Und schon werden wir angegriffen. Aber wir sind ja gut gerüstet. Karten brauchen wir eigentlich auch nicht.